Gehörst du auch zu der Mehrheit der Menschen in Deutschland, die zur Miete wohnen? Dann dürfte dieses Video für dich wichtig und interessant sein. Wir werfen nämlich jetzt einen Blick auf das Thema Mieterhöhung. Was ist erlaubt und was nicht? Welche Möglichkeiten hast du als Mieter, wenn dein Vermieter plötzlich mehr Geld haben möchte? Bleib auf jeden Fall dran, denn jetzt gibt es ein paar richtig gute Tipps, wie du unter Umständen eine Mieterhöhung vermeiden kannst. Ich bin Felix von Finanzen der Drahtgeber und wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Starten wir mal mit der grundsätzlichen Frage: Mieterhöhung, was ist erlaubt? Unter welchen Umständen ist eine reguläre Mieterhöhung möglich? Die Antwort darauf hängt von ein paar Faktoren ab, die wir uns jetzt im Einzelnen mal anschauen. Der erste wichtige Faktor ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Grundsätzlich, das ist gesetzlich festgelegt, dürfen Vermieter die Miete bis zu dieser ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Diese ist in manchen Regionen in Deutschland in einem sogenannten Mietspiegel festgelegt. Die Mehrheit der Kommunen, die hat jedoch gar keinen offiziellen Mietspiegel. Und hier wird es jetzt interessant. Wenn der Vermieter für deine Wohnung mehr Miete verlangen möchte, dann muss er das begründen. Und dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er benennt mindestens drei vergleichbare Wohnungen, in denen die Miete auf dem Niveau liegt, auf das erhöht werden soll, oder der Vermieter lässt ein unabhängiges Gutachten durch einen Sachverständigen erstellen. Du siehst schon, einfach so willkürlich Miete erhöhen, das musst du dir nicht gefallen lassen. Du kannst gegen eine unerlaubte Mieterhöhung Widerspruch einlegen, denn es gibt klare gesetzliche Vorgaben, an die sich Vermieter halten müssen. Zusätzlich zu den bereits genannten Regeln gibt es auch bestimmte zeitliche und preisliche Rahmenbedingungen, also wie viel Mieterhöhung ist erlaubt. So ist eine Mieterhöhung nur dann rechtens, wenn die aktuelle Miete seit mindestens 15 Monaten unverändert ist. Zudem gibt es die sogenannte Kappungsgrenze. Demnach darf die Miete innerhalb von 3 Jahren um maximal 20% erhöht werden. In Gegenden mit knappem Wohnraum sind es sogar nur 15%. Beispiel: Wenn du 1000 Euro Kaltmiete zahlst, dann darf diese innerhalb von 3 Jahren auf höchstens 1200 Euro ansteigen. Wenn du in einer Region mit angespanntem Wohnraum lebst, dann sind maximal 1150 Euro erlaubt. Welche Gegenden einen angespannten Wohnungsmarkt haben, legen übrigens die jeweiligen Landesregierungen der einzelnen Bundesländer fest. Oft sind das Großstädte oder auch die Ballungsräume um die Großstädte herum. Ein Wort noch zum Thema Mietpreisbremse. Auch die wird von den Bundesländern bestimmt. Und sie verkleinert den Spielraum für Mieterhöhungen nochmals. In Gegenden mit geltender Mietpreisbremse, da darf nämlich die ortsübliche Vergleichsmiete bei einer Neuvermietung um maximal 10% überschritten werden. Aber Achtung, die Mietpreisbremse gilt nicht für Wohnobjekte, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals vermietet wurden. Und auch nicht für Wohnungen, die umfassend modernisiert wurden. Zum Thema Mieterhöhung wegen Modernisierung kommen wir gleich noch. So viel erstmal zu den wichtigsten allgemeinen Regelungen beim Thema Mieterhöhung. Allerdings, du kannst es dir schon denken, gibt es auch einige Mietformen, bei denen ganz andere Regeln gelten. Und da solltest du jetzt genau aufpassen, ob eine davon womöglich auf dich zutrifft. Bevor wir uns die Sonderfälle genauer anschauen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn dir dieses Video gefällt, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr geldwerte Tipps rund um Themen wie Miete, Recht und Finanzen sehen möchtest, dann abonniere am besten unseren YouTube-Kanal. Mit einem Klick auf die Glocke verpasst du auch kein neues Video mehr von Finanzen der Drahtgeber. Kommen wir jetzt zur ersten Mietform, bei der andere Regeln gelten, die sogenannte Indexmiete. Die Indexmiete muss im Mietvertrag vereinbart sein. Wenn sie nachträglich eingeführt werden soll, dann müssen beide Seiten, also Mieter und Vermieter, zustimmen. Bei einem Indexmietvertrag kann der Vermieter den Mietpreis an die Inflationsrate anpassen. Als Grundlage dienen dann die Daten des Statistischen Bundesamtes. Das bedeutet konkret, die Miete darf an die veränderten Lebenshaltungskosten der privaten Haushalte in Deutschland angepasst werden, und zwar höchstens einmal im Jahr. In Jahren mit sehr starker Inflation, wie zum Beispiel 2022, kann es also sein, dass deine Indexmiete ordentlich nach oben geht. Aber wichtiger Hinweis: Die Miete muss sich im Zweifel auch an gesunkenen Lebenshaltungskosten orientieren. Das heißt, du hast in bestimmten Fällen auch Anspruch auf eine Mietverringerung. Wusstest du, dass sowas möglich ist? Schreib doch mal deine Erfahrungen unten in die Kommentare, ob und wann deine Miete angepasst wurde. Ich bin gespannt.
Wichtig an dieser Stelle, eine Mietverringerung hat nichts mit einer Mietminderung zu tun. Eine Mietminderung kannst du als Mieter vornehmen, wenn der Vermieter seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Aber das ist ein anderes Thema. Der nächste Sonderfall, den wir uns anschauen, ist die Staffelmiete. Bei der Staffelmiete, da ist von vornherein im Mietvertrag festgelegt, zu welchen Zeitpunkten die Miete wie viel ansteigen soll. Zwischen zwei Staffeln muss dabei immer mindestens ein Jahr liegen. Die Kappungsgrenze, die ich dir vorhin erklärt habe, spielt im Fall einer Staffelmiete übrigens keine Rolle. Das heißt, die Miete darf innerhalb von 3 Jahren auch um mehr als 15 bzw. 20% steigen. Aber die Mietpreisbremse, sofern es eine in deiner Wohngegend gibt, die gilt sehr wohl auch bei der Staffelmiete, und zwar für jede einzelne Mietstaffel. Wenn du dich dazu etwas genauer informieren möchtest, dann empfehle ich dir unseren Ratgeberartikel zum Thema Mieterhöhung. Ich habe ihn dir hier oben und unter dem Video verlinkt. Kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt, den ich beim Thema Mietpreisbremse schon kurz mal erwähnt habe. Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen. Welche Regeln gelten da? Die Antwort gibt es jetzt. Grundsätzlich gilt, Vermieter dürfen die Kosten für eine Modernisierung auf die Mieter umlegen. Was als Modernisierungsmaßnahme zählt, ist relativ klar definiert. Zum Beispiel Bauarbeiten, die den Energieverbrauch einer Wohnung reduzieren oder ihren Gebrauchswert erhöhen. Bei der Umlage von Modernisierungsarbeiten ist laut Gesetz eine Erhöhung der Jahresmiete in Höhe von 8% der entstandenen Kosten erlaubt. Dazu ein Rechenbeispiel. Der Vermieter modernisiert deine Wohnung und die Kosten dafür, die belaufen sich auf 15.000 Euro. Nach Abschluss der Maßnahmen darf die jährliche Miete dann um 8% von 15.000 Euro, also 1.200 Euro steigen. Das heißt, die Monatsmiete, die darf sich um maximal 100 Euro verteuern. Dabei ist es wichtig, zwischen Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen zu unterscheiden. Also Arbeiten, die nur der Instandhaltung einer Wohnung dienen, also zum Beispiel die Reparatur des klemmenden Fensters oder des undichten Wasserhahns, die dürfen nicht umgelegt werden. Du merkst also, als Mieter bist du nicht schutzlos ausgeliefert, sondern hast durchaus gewisse Rechte, die du gegenüber deinem Vermieter auch geltend machen kannst. So kannst du zum Beispiel schriftlich gegen eine Mieterhöhung Widerspruch einlegen, wenn sie gegen eine der Regeln verstößt, die ich dir vorhin erklärt habe. Wenn du dich nochmal im Detail über die geltenden Gesetze schlau machen willst, wie zum Beispiel über § 559 BGB, in dem es um die Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen geht, dann schau mal in der Videobeschreibung, da findest du einen Link zum BGB. Ein Mieterhöhung-Musterschreiben, das du als Vorlage nutzen kannst, haben wir übrigens auch für dich. Den Link dazu gibt es ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wenn sich die Mieterhöhung innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegt, dann hast du als Mieter natürlich schlechte Karten und musst sie wohl oder übel hinnehmen. Aber auch das ist kein Weltuntergang. Mit ein paar gezielten Sparmaßnahmen an anderer Stelle kannst du die Mehrkosten bei der Miete bestimmt gut ausgleichen. Und dazu möchte ich dir noch 2 echt coole Videos von meinem Kollegen Markus ans Herz legen. Die Links findest du unter diesem Video. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin Felix von Finanzen der Ratgeber.